Hallo, ich begrüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe heute schon den Impuls bekommen für die Botschaften für den Februar. Und ich glaube, die geistige Welt setzt derzeit einen Turbo an, damit ja etwas weitergeht. Und ab morgen sind ja alle Planeten wieder direktläufig. Dann geht es auch wieder so mit voller Kraft voraus ins Außen. Da kann man wieder tätig sein und was umsetzen. Und ich höre die Botschaften, die färben noch ein bisschen jetzt den Rest vom Januar, also die Energie. Und ab Februar wird es dann klarer und intensiver. Also das, was heute jetzt an Botschaften zu uns kommt. Die schöne Winterlandschaft im Hintergrund, das passt derzeit auch wieder zur Natur, so wie es draußen ausschaut, wenn man zum Fenster schaut. Ich glaube, heute schneit es gerade. Derzeit, während ich das Video aufnehme. Und ja, das gibt wieder so einen schönen Winterflair. Und der Schnee, das ist ja auch so ein Symbol für Reinigung, die weiße Farbe und alles so schön zugedeckt ist. Und diese Energie nehme ich auch wahr für den Februar. Also nochmal. Auch wenn es jetzt nach außen geht, höre ich trotzdem auch intensive Reinigung gleichzeitig. Weil ich höre, es geht von der Energie einfach im Februar nochmal ein Level nach oben. Und da ist natürlich alles, was störend ist, ja, muss dann transformiert und gereinigt werden. Ich höre, ob ich noch was vorab an Botschaften bekomme für den Februar. Ich höre sehr viel Klarheit, eine klare Energie. Das symbolisiert ja auch der Schnee, diese Klarheit. Ja, viel mehr geben Sie mir jetzt da nicht preis. Ich glaube, ich höre gleich mal rein, wer an Botschaftsüberbringer für mich da ist heute. Und ja, ich höre mal rein. Ich höre Erzengel Samuel und Erzengel Metatron. Ich höre noch Erzengel Michael irgendwo im Hintergrund. Weiß noch nicht, ob er auch Botschaften zu mir bringt. Das werde ich dann sehen. Okay, dann beginne ich. Und Erzengel Metatron beginnt, höre ich. Ja, dann höre ich, was er mir und uns zu sagen hat. Liebe Erdenbürger, es ist an der Zeit, euch nun über all das zu freuen, was in der Vergangenheit geschehen ist, was ihr an Transformationsarbeit geleistet habt, für euch selbst, für andere, für die Natur, für die ganze Erde. Und diese Energie der Freude, die kommt nun besonders im Februar zu euch, damit ihr erkennt, nur das, was aus der Freude entsteht, hat Kraft und Potenzial, etwas zu bewirken, Positives zu bewirken, Licht in diese Welt zu bringen, den Menschen die Freiheit wieder zurückzugeben. Ihr eigenes Wesen, ihr ureigenstes Potenzial wieder zu entdecken und leben zu können. Sich nicht mehr verstellen zu müssen und irgendwelche Masken zu tragen. Ja, der Februar bringt sehr viel Klarheit zu euch. Diese Klarheit, die ein frischer Wintermorgen mit sich bringt. Der klirrende Schnee, diese intensive, frische Luft, wo ihr spürt, wenn ihr wenige Atemzüge macht, dass ihr sofort wach und klar seid. Diese Klarheit bringt der Februar zu euch. Und es versteht sich von selbst, dass da keine alten begrenzenden Gedanken und schweren Energien Platz haben. Und deshalb auch nochmal die Energie der Reinigung, die zu euch kommt
um wirklich das alles noch zu säubern, damit ihr ganz klar erkennen könnt, wo und wie es jetzt weitergeht für euch. Und vor allem auch den Fokus noch mal in euch zu lenken, damit ihr erkennt, für was seid ihr auf dieser Erde, was ist für euch zu lernen, welchen Inkarnationsauftrag habt ihr, möchtet ihr den Weg der Seele nun beschreiten und heraustreten aus diesen alten karmischen Anhaftungen. Das wird von euch gefordert in diesem nächsten Monat, damit ihr für euch das klar erkennen könnt und dann im Außen entsprechende Schritte und Akzente setzen könnt. Denn solange ihr nur im Außen agiert und euch selbst vergisst, dass ihr der Schöpfer eurer Lebensumstände seid, dass ihr der Akteur eures Lebens seid, dann fehlt die Kraft und Wirksamkeit von dem, was ihr tut. Und deshalb ist es ganz wichtig, den Blick erstmal nach innen zu richten und dann ins Außen zu gehen. Und deshalb kommen die Botschaft auch jetzt schon zu euch. Die wirken schon ein bisschen in den Jänner hinein. Und dadurch könnt ihr schon jetzt wahrnehmen, wo es für euch hingeht oder was noch zu tun ist, was noch zu klären ist. Es wird alles zu euch kommen und alle Impulse und Erklärungen, die ihr braucht, werdet ihr erhalten. Ihr müsst euch darüber keine Gedanken machen. Es geht für euch in erster Linie darum, euch ganz klar auszurichten, in dieser Klarheit eines Wintermorgens, ohne störende Gedanken, ohne schwere Energien und Belastungen. Und in dieser Klarheit kommen die Impulse, die Akzente und all das, was ihr wissen müsst für eure nächsten Schritte, ganz klar zu euch. Ihr könnt es ganz klar erkennen und unterscheiden von euren Gedanken, die ihr sonst so habt. Es hat eine Klarheit, die euch den Unterschied erkennen lässt, was störende, illusionäre Gedanken sind und was aus der Tiefe aus euch hervorkommt. Ihr werdet es erkennen, wenn diese Impulse da sind. Ihr müsst aber nicht daran festhalten oder darauf warten. Lasst es einfach fließen, lasst die Energie zu euch kommen, die da ist, oder all das, was euch noch behindert, eben gehen. Ihr seid nun bisher gekommen und habt all die Herausforderungen der letzten Monate und Jahre gut gemeistert. Es geht darum zu erkennen, dass es nicht darum geht, euch jetzt auszuruhen. Natürlich dürft ihr euch freuen über all das, was ihr schon geschafft habt, aber nicht stehen bleiben. Das ist ganz wichtig. Weitergehen, nicht auf etwas zu warten oder zu denken, ja, es kommt dann eh im Außen auf mich zu. Das ist nicht mit dieser Botschaft gemeint. Es geht ganz klar darum, dass ihr in euch erkennt und nicht im Außen auf etwas wartet. Und durch die Erkenntnis und Klarheit, die zu euch kommt, durch eure Innenschau, könnt ihr im Außen agieren, werden euch alle Türen geöffnet und Weichen gestellt. Wenn ihr nur auf etwas wartet,
dann geht die Türe nicht auf. Es ist ganz wichtig, dass ihr aktiv seid, aktiv nach innen blickt, aktiv alles Alte bereinigt und aktiv weiterhin an eurer Weiterentwicklung und höherer Schwingung arbeitet. Das heißt, dass ihr zulässt, dass sich etwas verändert in euch, im Außen, dass ihr nicht mehr festhält an den Dingen, die derzeit bestehen. Ihr wünscht euch doch alle Veränderung, dann müsst ihr das auch zulassen in euch, in eurem Umfeld, in euren Gedanken, in euren Vorstellungen, in euren Weltanschauungen, denn nur so kann sich die Welt verändern. Sie wird sich nicht verändern durch Warten. Das als wichtiger Hinweis. Es geht weiter und es ist wichtig, dass ihr alle euren Beitrag dazu leistet, dass die Entwicklung so geschehen kann, wie es vorgesehen ist. Ich höre, es ist beendet. Ganz herzlichen Dank, Erzengel Metatron, für die wunderschönen Botschaften. Ja, jetzt höre ich, Erzengel Samuel hat noch einen Beitrag, eine Botschaft für uns. Und ich höre nun bei ihm mal rein. Liebe Krieger des Lichtes, ihr seid hier angetreten auf dieser Erde, um Liebe in diese Welt zu bringen, um die Liebe wieder neu zu entdecken und zu erfahren, zu erkennen, was es bedeutet, in der Liebe zu sein, in der Liebe zu euch selbst und allem, was ist. Und dadurch erkennt, dass ihr Liebe seid, dass das euer wirkliches Wesen ist. Dafür seid ihr auf dieser Erde angetreten. Und ihr habt nun die Möglichkeit und die Chance, diese Energien in ihrer reinsten Form wirklich wahrzunehmen. Die reine Liebe wahrzunehmen, zu fühlen, was bedeutet es, wenn ich in Liebe meinen Tag beginne, mein Tagwerk verrichte, meinen Tag beende. Was genau bedeutet es denn? Es bedeutet nicht, dass ihr von anderen erwartet, dass sie da euch das geben, was euch zusteht und was ihr braucht, um eben in der Liebe zu sein. Es geht darum, dass ihr selbst die Liebe seid, dass ihr versteht, das, was ihr aussendet, kommt zu euch zurück. Das, was ihr tief in eurem Herzen glaubt, wird sich manifestieren. Und mit der Intensität und mit dem, wie ihr eine Arbeit verrichtet und in den Tag hineingeht, mit diesem Gefühl, mit dieser Einstellung, wird die Qualität eures Tuns und eures Tages ausmachen. Es kommt nicht darauf an, was ihr tut, mit wem ihr Kontakt habt, was in der Welt gerade geschieht. Es kommt nur darauf an, wie ihr die Dinge macht, wie ihr die Menschen seht, wie ihr auf diese Welt zugeht, was ihr von dieser Welt erwartet oder eben nicht. Das ist das, wie ihr am Ende des Tages fühlt. War das ein wertvoller Tag? War das eine gelungene Tätigkeit, die ich heute ausgeführt habe? Fühle ich mich gut? Fühle ich mich erfüllt? Ist alles getan und gesagt? Kann ich diesen Tag beenden?
in Frieden. Das sind die Dinge, die ihr euch fragen sollt und um die ihr euch kümmern sollt. Nicht darum, was in der Welt jetzt gerade geschieht oder nicht geschieht. Es geschieht genau das, wie jeder einzelne von euch hineingibt in diesen Topf. Das ist wie wenn ihr eine Suppe kocht. Das, was ihr an Gemüse hineingibt, ist drinnen. Das, was ihr in Energie reingibt, ist drinnen. Zu erwarten, dass etwas drinnen, dass etwas anderes drinnen ist, wie ihr hineingebt, das ist die Illusion, die ihr erkennen dürft. Denn ihr seid das Gefäß, diese Welt ist das Gefäß. Und die Essenz, die euch ausmacht, das ist die reine Form der Liebe. Ja, ich höre, es ist beendet. Wow, schöne Worte von Erzengel Samuel. Herzlichen Dank, Erzengel Samuel, für diese Botschaft. Ich höre noch, ob etwas kommt. Also ich sehe noch Erzengel Michael dastehen. Okay, ja, es kommt noch ein kurzer Beitrag, höre ich von Erzengel Michael. Also ich sehe ihn vor allem mit dem Schwert, sehe ich ganz deutlich, mit dem Schwert der Wahrheit, das nochmal Altes bereinigt und uns von Altem trennt. Er sagt, ich bin nochmal da für euch, jetzt zum Ende des Jänners und zu Beginn des Februars vor allem, um das noch in euch zu bereinigen und euch da zu unterstützen bei dem, was ihr erkannt habt, das euch behindert und begrenzt und euch eben die Liebe nicht erkennen lässt. Das darf nun gelöst und endgültig der Vergangenheit angehören. Somit bin ich da für euch. Ihr könnt mich rufen, wenn ihr meine Unterstützung und meine Hilfe möchtet, um das noch in euch zu bereinigen, was euch stört am Weitergehen, an eurer Klarheit, an eurer Liebesfähigkeit, an dem Glauben an euch selbst, dass ihr die Liebe seid. Okay, ich höre, das war seine Botschaft. Ganz herzlichen Dank, Erzengel Michael, für diese Worte. Ja, da bekommen wir ja mächtige Unterstützung, würde ich sagen. Und es liegt jetzt an uns, dieses anzunehmen und es ernst zu nehmen und zu verstehen, dass wir die Gestalter dieser Erde sind und das zu nützen. Weil die Hilfe, die wir brauchen, die bekommen wir immer von der geistigen Welt, von den Engeln, von der kosmischen Energie. Wichtig ist einfach, dass wir die Türe aufmachen und da durchgehen und bereit sind, ja, aktiv zu werden. Sowohl, wir müssen nicht unbedingt etwas im Außen tun, um aktiv zu werden. Aktiv zu werden heißt auch, nach innen zu schauen, eben diesen Beitrag zu leisten, dass die Bereinigung der Erde, wie jetzt symbolisch durch den Winter, durch den Schnee geschieht, auch in uns geschehen zu lassen und dadurch gleichzeitig auf der ganzen Erde. Ja, schon ein bisschen herausfordernd, denke ich, diese Energien, aber auch wunderschön, dass wir die Möglichkeit haben jetzt. Ist ja ganz neu, dass wir jetzt wirklich die Möglichkeit haben, die Erde zu erneuern und selbst zu erneuern. Und ich denke, aus dieser Dankbarkeit heraus kann man auch viel mehr machen, wie wenn man immer auf etwas wartet oder nur die Dinge sieht, die nicht stimmig sind. Dem sollten wir gar keine Energie mehr geben, sondern nur noch dem, was wir möchten und wo wir hin möchten. Und das in uns anzuschauen, eben was da noch stört, natürlich. Das gehört auch dazu.
Ja, da bin ich mal gespannt auf die nächste Zeiten, auf den Februar. Ich freue mich darauf, wie immer, weil ich freue mich immer, wenn ich höre, aha, es geht wieder weiter, neue Energien, Klarheit, ist ja wunderbar. So, jetzt höre ich, ob noch etwas kommt. Also das Thema hat vorher schon ein bisschen mitgeschwungen, jetzt in was ich noch zu sagen habe. Und zwar haben mich einige von euch angeschrieben, eben bezüglich Schulsystem, weil jetzt 2023 ist und ich ja vor 2021, glaube ich, war es im Frühjahr, dieses Video gemacht habe, dass das Schulsystem kippt dieses Jahr. Und ob ich da eben nochmal Botschaften von der geistigen Welt bekommen könnte. Ich muss einfach dazu sagen, ich kann nicht die geistige Welt zur geistigen Welt sagen, das ist jetzt Thema, bitte bringt mir jetzt diese Botschaft. Ich bekomme die Impulse von der geistigen Welt, wenn die Zeit reif ist. Ich kann da auch nicht mehr machen, wie darauf zu warten ist. Jetzt kann nicht das richtige Wort. Ich arbeite natürlich auch aktiv, aber irgendwann kommt der Impuls und ich merke, er ist schon im Feld. Es kommt näher. Aber es ist noch nicht ganz klar. Vielleicht braucht es wirklich diese Klarheit, die jetzt heute im Video angekündigt wurde, jetzt Ende Jänner, Anfang Februar, damit das ja zu euch soll. Und wie ihr ja gehört habt, auf etwas warten ist nicht sinnvoll. Es muss ja die kollektive Energie und Schwingungserhöhung da sein, damit diese Systeme kippen können. Solange zu viele Menschen daran noch festhalten, geht das nicht. Aber ich will jetzt da nicht wieder Negatives da reinbringen. Ich merke, es ist in Veränderung und es kommt. Und die astrologische Konstellation im Frühjahr, wenn der Pluto in den Wassermann eintritt, das bringt ja auch viel Veränderung in bestehenden Systemen, denke ich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit dem Schulsystem dann da beginnen wird zu bröckeln. Ob es jetzt heuer endgültig, nein, ich höre endgültig noch nicht dieses Jahr, aber es beginnt zu bröckeln. Wir können ja nicht erwarten, dass von heute auf morgen jetzt auf einmal das System weg ist. Das braucht einen Prozess der Veränderung. Und das passiert natürlich nur, wenn durch die Höherschwingung der Energie auf der Erde dieses sehr viel Druck bekommt, damit es in eine Veränderung geht. Die Konstellation Pluto im Wassermann hält, ist ja nicht fürs ganze Jahr. Im Sommer geht es nochmal rückläufig, geht dann nochmal rückläufig in den Saturn. Da kommen nochmal diese Energien, die versuchen vielleicht noch ein bisschen festzuhalten. Aber bis Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahres, ist dann die Veränderung schon sehr weit geschehen, höre ich. Da ist dann schon sehr viel gemacht worden, damit es endgültig in eine Veränderung gehen kann. Und die geistige Welt bittet euch um Geduld, auch mit euch selbst. Es wird eine Veränderung geben, aber vielleicht nicht genau so, wie ihr euch das vorstellt, dass auf einmal im Außen alles weg ist und wir im Paradies angekommen sind. Es ist ein Prozess dahin. Wir können ja nur das annehmen, was in unserem Bewusstsein schon verändert wurde. Alles andere ist Illusion. Das ist auch wichtig zu verstehen. Das, was uns im Außen entgegenkommt, ist immer das, was in uns, im Bewusstsein schon verändert wurde, nicht umgekehrt. Wir verändern nicht unser Bewusstsein durch Außen, ja manchmal durch Situationen, wo wir getriggert werden, ja, aber die Veränderung unseres Bewusstseins bewirkt die Veränderung im Außen. Ganz wichtig zu verstehen in dieser Zeit. Und ich bin guter Dinge, ich spüre diese Veränderung schon. Und sie sagen mir, ja, das, was ich vorher angesprochen habe, im Frühjahr beginnt es zu bröckeln, also das Schulsystem jetzt betreffend. Ja, und da braucht es aktive Mitarbeit von euch allen. Ich habe schon auch das Gefühl, dass ich in diese Richtung was machen werde, jetzt vielleicht Februar, März, ich weiß noch nicht, es ist schon so vage im Feld, aber noch zu wenig klar. Ich denke, das kommt jetzt, die Klarheit kommt
Und ja, ihr werdet die Ersten sein, denen ich es mitteile, wenn ich da in diesem Bereich aktiv werde. Einfach Geduld mit uns selbst. Brauchen ja auch manchmal Geduld, bis eine gewisse Veränderung stattfindet. Ja, einfach positiv bleiben, guter Dinge sein und diese Welt wird sich zum Positiven verändern. So, jetzt habe ich einen langen Nachsatz gehabt, aber es kommt einfach noch so viel rein und jetzt beende ich es und ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Diese Energie der Klarheit, die euch hilft, jetzt wirklich diese Zeit zu nützen und all das Nötige zu tun, was eben von uns gefordert wird, damit diese Welt ein schöner Ort wird. Ein schönerer, schön ist sie ja schon. Ja, dann wünsche ich euch alles Liebe, einen guten Abschluss im Jänner. Ich weiß nicht genau, wann mein nächster Impuls kommt. Ich habe das Gefühl, schon relativ bald wieder. Aber ja, ich wünsche euch einfach eine schöne Zeit. Alles Liebe euch, eure Gabriele.